einfach dieses Auto. Ja. Und das wird heute mein Handicap. Es ist echt schwierig, diese 300.000 Euro zu halten. Ich bin gezwungen, mir Autos anzuschauen, die weit über meinem Budget sind. Ich biete dir 325. Komm mal nicht hin. Nein, oder? Muss ich Angst haben bei dir? Nein, aber hast du das gesehen? Boom, boom. Jetzt bin ich hier bei München, bei Kevin. Kevin ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Kumpel von mir, auch ein Kunde von mir. Er hat schon richtig coole Autos und er hat mich hierher bestellt, weil er was von mir will. Ich gehe mal davon aus, dass er ein neues Auto haben möchte, aber wir lassen uns mal überraschen. Moin, Kevin. Hey, Hamid. Na, alles gut? Alles klar? Ey, tu bitte nicht so, als ob du dein Auto jetzt selber putzt. Doch. Oder? Natürlich. Liebe zum Automobil. Aber warum bin ich hier? Du kannst mir helfen. Ich suche noch ein zusätzliches Schätzchen. Und da brauche ich deine Hilfe, deine Unterstützung. Dazu noch? Genau. Also AMG GTR Pro, da stehen wir davor. Und du suchst noch ein Auto dazu. Ich brauche was Emotionaleres nochmal. Okay. Beziehungsweise das ist auch emotional, aber irgendwie noch was Wilderes. Einen Exoten, den richtigen. Okay, lass uns reingehen. Ich habe meinen Block dabei, meinen Stift dabei. Perfekt, folgt mir bitte. Ey, das ist immer wieder spannend. Bitte. Bitte, nein, nach dir. Danke, nach dir. Danke. Noch was dazu? Ja. Dann erzähl mal. Also, ich wünsche mir, dass du auf die Suche gehst für mich nach einem reinrassigen Sportwagen. Okay. Es muss emotional sein, es muss laut sein. Sound ist mir ganz wichtig, das weißt du. Okay. Also ich möchte, dass das nicht an jeder Straßenecke steht, sondern es soll schon was Besonderes sein. Was hast du denn genau damit vor? Möchtest du einfach nur cruisen oder möchtest du auch mal auf den Track oder was hast du vor? Ja, der muss beides können. Mal einen kurzen Wochenendtrip wohin, aber vielleicht auch mal einen Ausflug an den Nürburgring. Er muss alles können. Okay. Du bist ja schon ziemlich verwöhnt, was PS betrifft. Hast du so ein Mindest-PS-Zahl? Gerne über 600. Okay. Über 600. Irgendwelche Farben, die gar nicht so in Frage kommen? Ja, ich hätte gern was Buntes. Was Buntes? Genau. Okay. Laufleistung, wo du sagst, da, ab dann fühle ich mich nicht mehr wohl? Der Zustand ist mir wichtiger, aber Zustand, okay. Es sollte halt schon nicht zu viel sein. Alter? Ich würde sagen, ab 2015 aufwärts. Okay. Jetzt kommt die Frage der Fragen der Fragen der Fragen. Budget? Ja, 300.000. Das ist eine Zahl, da kann man mit arbeiten. Okay, gar keine Frage. Aber du bist selber im Handel tätig. So du ist weißt, es. Manchmal kommt ein Angebot rein und dann sagst du, ey, das kostet vielleicht 310, 315 oder 320. Alles, was ich mir hier anhöre, muss es ja auch wieder ein Leichtbau sein. Es muss ein Auto sein mit richtig Charakter und Wumms. Ne? Am besten, ja. Genau, ja, ist so, ist so. Und da könnte 300 eventuell bei der einen oder anderen Marke ein bisschen knapp werden. Ich mache hier Klammer auf. Plus eventuell 30. Oder? Ja. Muss ja nicht sein. Natürlich versuche ich mich an die 300er Grenze zu halten, gar keine Frage. Ich mache mich auf die Suche. Ich freue mich. Super. Das ist echt eine harte Nummer, aber ja. Du schaffst es. Danke dir, Mann. Größtes Vertrauen. Dankeschön. Das ist echt ein Mega-Auftrag, gerade von so einem autoverrückten Menschen wie Kevin. Aber das wird jetzt echt schwierig. Du musst jetzt mega schnell sein. Ich muss jetzt alle Kontakte schnell anrufen, das platzieren, dass ich so ein Auto suche. Moin, mein Lieber, grüß dich. Alles fit? Sag mal, ich suche dringend einen Leichtbau, Track-Auto. Nein, ist doch nicht so schlimm. Bis dann, ciao. Von ja hätte ich noch gesagt, 300.000 Euro Budget, ich suche eine Leichtbauversion, gar kein Problem. Und jetzt, zur Zeit, wo wir diese Knappheit haben und wo die Leute extrem viel Geld in Autos investiert haben, ist es verdammt schwierig, das passende Auto in dem Segment für das Geld zu bekommen, auch wenn das extrem viel Geld ist. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Olpe zu Gian, B1 Automobile. Er hat einen wunderschönen 620R stehen, ein McLaren 620R, limitiert auf 225 Fahrzeuge. Das ist die Nummer 30 mit knapp 3000 Kilometer.
Das Auto soll mega gut dastehen. Auch von Farbkombination her hat eine Sonderlackierung. Das einzige Problem ist, budgettechnisch liegen wir hier 19.000 Euro drüber. Lass mal hinfahren und gucken, was auf uns zukommt. Moin, grüß dich. Moin, grüß dich. Hi, herzlich willkommen. Hi, Hamid. Gian. Gian, freut mich sehr. Ich bin auch da wegen deinem McLaren 620R in XP Green. Richtig. Hier stehen wir vor dem McLaren 620R, die Nummer 30 von 225. Das Auto hat 620 PS, fährt von 0 auf 100 in ca. 2,9 Sekunden. Das Auto hat einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 424.000 Euro. Und jetzt, eineinhalb Jahre später, mit 3.000 Kilometer, soll das Auto 319.000 Euro kosten. Irgendwas, was ich wissen müsste? Der ist unfallfrei. Okay. Top gepflegt. Okay. Mega. Der hat aber schon hier und da ein paar vereinzelte Steinschläge, ne? Ja gut, wenn man auf der Rennstrecke mal war, ne, kann das schon mal passieren. Das siehst du hier sofort, trotz Folierung. Ja. Der ist super foliert, das sehe ich hier. Aber ich sehe sofort, dass das Auto auf dem Track war, auch sehr oft. Ich sehe das hier am Kühler. Guck mal, hier ist überall Kies und Laub. Das siehst du auch. Und natürlich ein Megazeichen, Windschutzscheibe. Falls man das neu folieren möchte, kostet das ungefähr 7.000 Euro. Ach, das ganze Auto ist foliert? Komplett, ne? Ja. Ja, geil. Auch hier Dach? Dach auch, ja. Ja, Dach ist natürlich sehr wichtig, weil das Carbon ist. Ne? Und dann unsere Hütze, da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich richtig geil bei der Probefahrt. Das Ding verleitet eigentlich nur dazu, Autobahn, Gas geben, Track-Modus rein und wie er dann richtig Luft einsaugt und dann auch wieder schön Luft rauslässt. Das ist echt geil. Sonst noch irgendwas, was ich wissen sollte? Der hat noch Werksgarantie bis nächstes Jahr, September. Okay. Der Service wurde vor ein paar Monaten gemacht, im Februar. Okay. Ganz frisch. Wie lange hast du den schon im Bestand? 2 Monate. 2 Monate? Ja. Ist aber schon ordentlich, ne? Ja, ist kein Tiguan, ne, den man verkauft. Ja, 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 aber ich meine, es ist trotzdem limitiert. Der dürfte eigentlich keine 2 Tage hier stehen. Ja. Eigentlich, eigentlich. Ist auch der einzige, der online ist. Ja, ja, ja. In der Farbe. Ich weiß, in der Farbe. Ja. Und der teuerste. Ist so. Nee, ist er gar nicht. Vom Neupreis. Ja, genau. Vom Neupreis vielleicht der teuerste. Aber erstmal hast du ja gesagt, ne? Erstmal hast du ja gesagt. Ja. Von innen sieht man sofort die schönen Carbon-Schalensitze von Senna. Ja, 4 Kilo Leichtbau. Also es gibt ja Schalensitze, das ist sofort Bandscheibenvorfall, Orthopäde, alles drum und dran. Bei den McLaren, wenn du nur davor stehst und dir die Sitze anschaust, da kannst du sagen, das halte ich da keine halbe Stunde aus. Es ist aber überhaupt kein Thema. Es ist so super durchdacht, dass du so safe drin sitzt. Und die Sitze sind mega gemütlich. Pass mal vorne auf, bitte. Ja. Was ich mega cool finde, wenn du so ein Auto aufmachst und einfach diese Leidenschaft, die ja McLaren auch fast jedes Wochenende auf der Formel-1-Strecke bringt, dass du das hier noch mal selber spürst. Zum Beispiel hier, guck mal, das ist handgelegt. Ne? Das ist alles per Hand gemacht. Auch hier, es ist nicht perfekt. Also du findest hier schon, dass die Carbonstruktur genau, ein bisschen ja. Fehler hat. Aber das ist genau dieser Renncharakter. So, jetzt tu mir bitte einen Gefallen. Starte einmal das Auto und lenk mal nach links komplett ein. Ja, gerne. Jetzt schauen wir uns mal nämlich die Räder an, weil der hat ja die Semi-Slicks drauf. Da reden wir locker über 2,5, oder? 2? Ja, so ungefähr 2. Da schauen wir uns mal jetzt genau an, wie viel Profil der hat. Kannst du wieder ausmachen. Genau, komm mal raus, bitte. Sag du mir mal jetzt als Autohändler, sind die vorderen Reifen bald fällig, ja oder nein? Ja, müsste demnächst irgendwann mal gemacht werden, ja. Danke. Okay, und die kosten wie viel? Was meinst du? Ja, schwer zu sagen. Ne? 1,8? So in etwa, ja. Genau, die haben wir schon mal im Hinterkopf. 1,8, ja. Gut, aber damit kannst du noch locker ein Jährchen fahren, ne? Nein, 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 nein. Kommt also, drauf an, wenn du auf die Piste willst. Klar. Piste würde ich sagen, 5-mal Piste noch. Ja. Wenn du den nur noch Straße fährst, 1 Jahr. Ja. Motorhaube, kannst du die mal aufmachen? Ja. Das ist meine Motorhaube.
Das ist so geil, ne? Das hat McLaren natürlich ziemlich schlau gemacht. Du kommst an deinen Motor nicht ran. Das heißt, egal was du hier hast, du musst zu McLaren. Ist auch vernünftig. Aber wenn ich sage, mach meine Motorhaube mir auf, geht nur diese Klappe auf. Und da kann ich nur Öl nachkippen oder Kühlflüssigkeit nachkippen. Was anderes, lass es, fahr zu McLaren. Und da zahlst du ab 1000 Euro. Na? So sieht's aus, so ja. So sieht's aus, genau. Fahren wir eine Runde? Können wir gerne machen. Klasse. Mit einem McLaren Probefahrt zu starten, ist immer extrem schnell. Du musst vorsichtig sein, du musst mit riesen Respekt an diesem Fahrzeug ran. Das ist schon echt Renncharakter pur. Und wenn du da einen Fehler machst und du dich da selber überschätzt, das kann nicht gut enden. Mehr Leichtbau geht echt nicht. Du hörst alles, du spürst alles auf der Straße, alles komplett, oder? Ab 1300 Kilo, ne? Es klappert, aber damit muss man leben. Also es gibt keinen Rennwagen auf der ganzen Welt, der nicht klappert, oder? Ja. Krass. Das ist so geil. Guck mal, wie der in der Kurve liegt, ey. Wir haben alle Temperaturen erreicht. Wir gehen auf Sportmodus und dann machen wir Active. So, jetzt sind wir im Sportmodus. Jetzt gehen wir mal Diamond 3 und jetzt tschüss. Alter! Boah! Wir sind noch im vierten Gang mit 200 km/h. Das ist krass. Und jetzt bremse ich mal, jetzt hör mal. Und direkt der auch bremst. Da oben, hier Luft reinsaugt. Geil, einfach geil. Oh mein Gott. So, auf der Straße ist der McLaren ganz klar der Boss. Absolut. Also, wenn du das Auto bedienen kannst. Ja, muss auch fahren können. Das ist ein Hammer-Auto, aber ich muss sagen, es ist alles andere als alltagstauglich, oder? Ja. Preisverhandlung, das wird schwer. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein limitiertes Auto auf 225 Stück. Es ist in XP Green. Ich vermute mal, dass der 620R, so wie er da steht, so wie wir den gesehen haben, so wie wir den gefahren sind, dass es ein Einzelstück ist. Und das weiß Gian. Wo müssen wir denn uns preislich so ein bisschen hinbewegen, bevor wir gleich zusammenkommen? Machen wir mal einen Vorschlag. Also wir haben die Folierung, wir haben die Reifen, die demnächst auf uns zukommen. Mit was gehen wir jetzt in die Verhandlung? Was könntest du dir vorstellen? Du hast gesagt 7.000 die Folie. Ja. Dann hat man gesagt die Reifen. Ja. Reifen sind wir irgendwo bei 1,8. Ja. 9.000. Und weil du es bist und schönes Wetter, ja, machen wir dir 13. 310.000. Mit 310 fahren wir jetzt erstmal zurück. Wir haben hier einen Kunden, der hat mir ein Budget vorgegeben. Wo er meinte, Hamid, dafür suche ich mir ein Auto. Okay. Okay. Und ich schmeiß jetzt einfach einen Preis im Raum. Ich gebe dir 2,90. 2,90 schaffen wir nicht. Das Einzige, was gegen dieses Auto spricht, ist die Alltagstauglichkeit. Also für 2,90, wenn du mir jetzt Faust gibst, ist das Auto voll im Rennen. Und ich schmeiß das Auto mit im Topf rein. Schaffen wir leider nicht. Also wie viel schaffen wir denn? Du sagst immer, schaffen wir nicht. Was haben wir denn? 305. Wie kommst du auf 305? Ja, ich komme dir noch mal 5.000 entgegen. Du hast das Auto für 3,19 angeboten, kommst mir trotzdem 15.000 Euro entgegen. Genau. Okay. Aber ich muss dieses Mal dann passen. Dann machen wir es beim nächsten Deal. Okay. Aber dann kommt dieses Auto erstmal für mich nicht in Frage. Ich benutze bei dem McLaren mein Zusatzbudget nicht, weil ich einfach da diese letzte Nuance zu Alltagstauglichkeit nicht sehe. Und da habe ich Angst, dass dann irgendwann mal Kevin sagt, ey, das ist mir too much. Kevin hat mir gewisse Punkte vorgegeben. Das Auto soll tracktauglich sein. Das Auto soll alltagstauglich sein, das Auto soll farbig sein, das Auto soll ein bisschen auffällig sein und es soll ein Exote sein.
So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Kirchheim zu Nenni. Da schaue ich mir sein Ferrari 458 Speziale an. Und hier habe ich zwei Hürden. Einmal die Fahrt dahin, die ist nämlich irre lang. Und B, ich schaue mir jetzt ein Auto an, was über mein Budget ist. Aber es ist ein Ferrari, es ist sogar ein 458 Speziale. Das Auto ist zwar in Weiß, hat aber vom Werk aus eine Bicolor-Option bekommen, das heißt Dach schwarz. Es ist jetzt auch kein mega farbiges Auto, aber durch sein Bicolor kriegt er wieder so einen Charakter rein, wo er sich von den anderen abhebt. Dazu knapp 7000 Kilometer erst gelaufen. Das Auto ist einfach gigantisch und das muss ich mir anschauen. Moin, Nini, grüß dich. Hi, alles grüß dich. Fit? Hast du ihn schon bereitgestellt? Ja. Hier stehen wir vor einem Ferrari 458 Speziale. Das Auto hat 605 PS, hat eine Endgeschwindigkeit von 325 km/h und ist letzte Sauge als Leichtbauversion von Ferrari. Das Auto ist von 2015 und hat einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 335.000 Euro. Und jetzt, 7 Jahre später und 7.000 Kilometer weiter, soll das Auto 345.000 Euro kosten. Das ist der letzte Sauger als Leichtbauversion. Und als sie dann die Produktion eingestellt haben, ist er gewaltig gestiegen. Gewaltig gestiegen. Weil die Leute einfach merken, ich krieg keinen Verbrenner mehr. Ich bekomme keinen Verbrenner mehr und dann auch nicht mehr als Sauger. Dach in Schwarz? Das war ja sozusagen, hier hat es ja die Option Streifen. Genau. Oder Bicolor, Dach schwarz, Body unten, dann in der Farbe, was du willst. Und das hat, soweit ich noch weiß, circa um die 8.500 Euro gekostet. Mega Aufpreis, ja. Erzähl mal was über die Historie. Fahrzeug zweite Hand. Okay. Deutsche Erstauslieferung, immer in Deutschland gefahren worden. Okay. In Sammlerhand gewesen. Keine Rennstrecke, gar nichts. Ja, Zustand kannst du suchen, schauen, machen, tun, wirst du nichts finden. Nein, ich muss mega. Ja, ja, du natürlich. Du ja auch genommen, wenn du für einen Kunden ein Auto suchst, guckst du ja auch. Natürlich, genauso. Natürlich. Nee, aber es ist wirklich außerordentlich gut. Vorne Steinschlagschutzfolie. Aber nur die Schürze. Nur Schürze vom Werk. Vom Werk, aber warum haben sie die Haube nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie damals bei dem Fahrzeug, bei den 458, haben sie es noch nicht komplett foliert, sondern war die Hälfte. Die Hälfte. Und wenn du das hier genau siehst, ist die Haube vorne richtig weiß und durch die Folie hier ist es ein bisschen so gelblich. Ne? Ja, ja. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er deswegen das hier abgezogen hat, weil wenn du so davor stehst und die Hälfte nur foliert ist, siehst du ja sofort, sieht nicht schön aus. Ne? Da hast du drei Farben, hast du gelb, weiß, schwarz. Genau. Ja. Hier siehst du vereinzelte Steinschläge auf Frontscheinwerfer, was aber völlig normal ist. Damit kann man leben, alles gut. Aber 3.500 Euro Schaden haben wir auf jeden Fall. Das ist meine Windschutzscheibe. Die haben wir mal im Hinterkopf. Hast du nur im Hinterkopf? Ich habe noch nichts anderes gesagt. Den Spielraum schon ausgeschöpft. Nein, meine warte mal, das haben wir nur im Hinterkopf. Spaß. Passt. Ja, ja, ist da. Die Reifen, was für das Auto spricht, definitiv. Die ersten sind. Die ersten Gummis sind. Genau. 41. Woche 2014. Anhand der Gummis kannst du ja sehen, tatsächlich die 7000 Kilometer, ja. Rennstrecke ja, nein und so weiter. Aber bei so einem Auto, was über 300 fährt, würde ich gerne neue Gummis haben. Oder? Gebe ich dir recht. Gibt es irgendwas, was du mir noch erzählen kannst? Unfälle, Nachlackierungen? Lückenlos Scheckheft gepflegt bei Ferrari. Mhm. Der letzte Service ist gerade mal eine Woche her. Okay. Der ist echt noch gut im Schuss, ne? Bis auf den Heckdiffusor, das hat er nicht in Carbon gemacht. Nein, weil... Weil? Jetzt bin ich mal gespannt. Weil? Man könnte ja da hängen bleiben und beim Heckdiffusor okay. Ist es gleich mega kostspielig. So einen normalen kannst du ohne Probleme nachlackieren oder ausbessern oder sonst was. Aber in Carbon reden wir hier, glaube ich, von roundabout, du bist Fachmann. Um die 12.000 bis 15.000 Euro. Genau. Heckdiffusor ist natürlich das A und O im Heckbereich. Und dann ist es natürlich auch so, das muss dann auch Carbon sein eigentlich. Okay, der hat keinen Carbon-Heckdiffusor, aber Rückfahrkamera, das war sehr selten damals. Ja. Für den 458, ne? Damit er den Heckdiffusor nicht beschädigt beim Rückwärtsfahren. Siehste, siehste. Carbon-Tankabdeckung? Ja. Wichtig, wichtig. Gewichtsersparnis ohne Ende. Ja, genau, genau. Also das Auto ist ja nahezu, ist ja wie neu, ne? Mhm. Krass. Ich sag ja, ist aus der Sammlung. Das ist echt krass.
Fahren wir eine Runde? Ja, gern. Wie viel wolltest du noch mal haben? Immer noch das Gleiche. Was war das? 3? 3,45. Oh, okay. Die Probefahrt mit dem Ferrari 458 Speziale ist sehr speziell. Es ist Emotion pur. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns hier ein Auto an, was raus ist aus der Garantie. Und müssen auch gucken, hören wir was, irgendwelche Geräusche, funktioniert alles. Das ist so geil. Ja. Das ist doch Emotion. Das ist 605 PS Sauger. Genau. Oh, ist das geil. Ich sag's dir, ich liebe einfach dieses Auto. Ja. Und das wird heute mein Handicap. Und dann, wenn du auch diese Präzision siehst, das ist einfach, wie geil der auf der Straße liegt. Und wir sind jetzt erstmal nur im Sportmodus, wir sind nicht mal im Race-Modus. Die Verarbeitung dann dazu, ich finde es ja richtig geil, das ist dieses Rennsport-Charakter, die Leichtbau-Version, aber trotzdem noch extrem viel Luxus reingebracht. Ne? Also einen gewissen Luxus hat sie hier. Genau, auch hier, ne? Die Verarbeitung von Carbon. Das ist das Geile. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Boah. Das ist Rennstrecken-Feeling. Unglaublich. Also, ich bin schon lange den Speziale nicht mehr gefahren. Und es macht echt irre Spaß, dieses Auto zu fahren. Das ist unglaublich. Mehr brauchst du gar nicht. Wir können wieder zurück. Die Preisverhandlung wird knallhart. Er hat ein Auto mit knapp 7000 Kilometer, lückenlos Service gepflegt, nachlackierungsfrei, unfallfrei, eine schöne Farbkombination. Du hast hier kaum Gründe, um das Auto runterzuhandeln. Und die Gründe, die ich gleich nennen werde, die sind eigentlich lächerlich. Aber ich brauche ja was. So. Schönes Auto. Sehr schön. Also echt von Historie her top. Fahrtechnik, ich brauche nichts zu sagen. Ich habe nur zwei Punkte. Die Folierung musst du neu machen, weil hier hast du Elfenbeinweiß und hier hast du Bianco Avus. Also zweifarbig. Ja. Okay? Aber Folie neu, erledigt, kostet mich locker 1,5. Locker. Bei Ferrari eventuell, ja. 3,5 die Scheibe, sind schon mal 5. Plus Arbeiten, Telefonieren und so weiter, hauen wir noch mal 500 darauf, sind schon mal 5,5. Okay. Okay? Dann Einsatz neue Gummis. 1,2, runden wir auf 1,5, ist besser, können wir besser rechnen. Okay. Okay, sind 7. So. Mein Problem ist, das Auto passt 100% in mein Portfolio rein und mein Kunde ist, ich sehe ihn auch hier drin, gar kein Thema. Okay. Aber nimm mir jetzt bitte einen Kampfpreis, wo wir noch Freunde bleiben. Guck mal, 3,40 mache ich dir, Scheibe kaputt, verstehe ich. Nein, 3,40, ich komme doch nicht mit 5.000 Euro. Ja, hier. Aber ich kann nicht. Nein, doch, du hast ein bisschen mehr Spielraum, immer. Nee, immer, bei doch. Dem Auto ja. Leider nicht. Das ist echt klar. Eine Rarität, beim besten Willen. Ich gebe dir den Preis, wir sind nicht weit voneinander weg. Ich biete dir 3,25. Komm mal nicht hin. 3,25? Nee, wirklich nicht, ja, dann, beim besten Willen. Guck mal, du sagst 3,40, ich sag 3,25, nenn mir jetzt einen Preis. 3,40? Nein, auf gar keinen Fall. 3,40 zahle ich nicht. Sag jetzt. Nein, doch. Wir kommen wirklich nicht unter diese 340. Dann kommt dieses Auto für mich nicht in Frage. Alles gut. So langsam stehe ich mega unter Druck. Der McLaren ist leider nichts geworden. Der Ferrari ist echt zu teuer. Da habe ich mir viel, viel mehr erhofft. Leider hat das nicht geklappt. Es ist echt schwierig. Diese 300.000 Euro zu halten. Ich bin gezwungen, mir Autos anzuschauen, die weit über mein Budget sind. Ich bin jetzt auf dem Weg nach München und jetzt schauen wir uns einen Huracan Performante an. Auch natürlich Leichtbau, Track, alltagstauglich. Ich bin gespannt, ob Yusuf mir da entgegenkommt oder nicht. Die Jungs aus München, die kenne ich schon sehr lange, habe mit denen schon sehr viele Geschäfte gemacht. Die Historie passt, das Auto passt, die Farbkombination passt.
Es wird jetzt echt knapp. Es muss was werden. Es muss einfach was werden. Moin Yusuf, grüß dich. Hi, grüß dich. Alles fit? Passt bei dir? Super, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich so schnell angerufen hast. Gerne. Hier stehen wir vor dem Lamborghini Huracan Performante von 2017. Das Auto hat einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 280.000 Euro. Und jetzt, ca. 5 Jahre später, mit 15.000 Kilometer, soll das Auto 309.000 Euro kosten. Das Auto hat 640 PS, hat ein Allrad und ist die Leichtbauversion von den normalen Huracan. 30 PS auch mehr und wesentlich leichter. Erzähl mir was über das Auto. Zweite Hand hast du mir erzählt? Genau, zweite Hand. Ist okay. Aus 2017, hat 15.000 Kilometer. Okay. Genau, Service gepflegt, komplett Check-off bei Lamborghini München. Okay, okay. Und genau, die letzte Inspektion wurde auch jetzt vor kurzem durchgeführt. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Also hier kostet ja ein Service auch um die 1,5 bis 2 pro Jahr. Genau. Also das lässt sich Lamborghini auch zahlen. Mhm. Ich sehe auch, der ist hier vorne foliert. Mhm. Der hat eine Steinschlagschutzfolie. Ja, das ist sehr gut. Wir wissen ja, hier zum Beispiel ist trotzdem einer durch. Mhm. Also hat nur die Folie beschädigt, Lack noch nicht. Weißt du, was ich nicht so schön finde? Was denn? Das ist eine Schwäche von Performante. Gerade die Kühler, die haben ja null Schutz hier. Die haben kein Gitter, nichts davor. Und da gehen natürlich die Steine direkt hin. Und siehst du das? Ja. Das muss irgendwann mal ausgetauscht werden. Und vor allem muss auch das Auto genau deswegen auch jährlich zur Wartung, weil dort auch sich Laub natürlich, wenn du das Auto im Herbst fährst, mhm, ist ja ein Allrad, den kannst du durchfahren. Und wenn sich dort Laub vorsetzt, könnte das auch ein Kühlungsproblem sein. Okay. Und deswegen ein Jahr zum Service und das checken sie bewusst. Mhm. Okay. Und diese zwei Kühler sind definitiv demnächst fällig. Okay. So, und dann die Windschutzscheibe ist natürlich auch immer gefährdet. Die ist so flach, genau, dass du da auch auf Steinschläge achten musst, weil so eine Windschutzscheibe liegt auch ungefähr bei 3,5. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Man sieht hier ein paar Steinschläge, aber es hält sich noch in Grenzen. So, und wenn du hier reinschaust, fällt mir sofort auf, der hat auch die Racing Seats drin, mhm, also die Carbon-Schalensitze. Ganz wichtig, finde ich, weil du da wesentlich tiefer drin sitzt. Mhm. Ich finde so performante Komfortsitze unpassend. Ne? Ist ja einfach so. Unfallfrei, nachreckungsfrei ist genau er. Richtig. Mach's einmal hinten die Haube auf. Mhm. Das ist geil. Das ist V10, Sauger. Wo kriegst du das noch? Deswegen auch der Preis. So, machen wir mal auf. Die goldenen Ansaugbrücken steht ja immer für Leichtbauversion, mhm, bei Lamborghini. Das ist geil. Bei den normalen sind sie immer schwarz. Hier sind sie immer gold. Schmeiß mal die Kiste an. Mhm. So, jetzt kommt's. Soundtechnisch muss er ja gewaltig sein, oder? Ja, das ist 1A. Auch wenn er kalt ist, gibt man ein bisschen Gas, aber nur ein bisschen. Ja, okay. Okay. Kannst wieder ausmachen, kannst wieder ausmachen. Darf ich denn eine Runde fahren? Klar, natürlich gerne. Bevor wir fahren. Ja. 309 stehen im Raum, ja? Ganz genau. Machen wir erstmal 305. Weil Kühler vorne. 1,5 hast du aber gesagt. Kein Garantie. Steigern, machen wir die Probefahrt. Machen wir erstmal 305 und dann gucken wir mal. Okay, alles gut. Ne? Die Probefahrt, die wird jetzt natürlich mega spannend für mich, weil das ist ein Auto, was zu 100% in mein Portfolio passt für Kevin. Und wenn jetzt auch noch die Probefahrt stimmt, dann sind wir schon sehr, sehr nah am Ziel. Jetzt haben wir den Huracan Performante, ein Hingucker schlechthin, natürlich auch in der Farbe. Genau. Das ist natürlich geil. Boah, der geht auch ab, ne? Das ist unglaublich. Und auch die Lenkung, es ist so präzise, es ist so genial. Geil, oder? Muss ich Angst haben bei dir? Nein, aber hast du das gesehen? Boom, boom. Also wir fahren hier echt fast einen Rennwagen. So ist das. Mit Straßenzulassung. Ja. Auch die Verarbeitung und so weiter. Wir sitzen mit Voll-Carbon-Schalensitze. Das muss man sich mal vorstellen. Alles Handarbeit. Schön Forged Carbon hier überall. Perfekte Verarbeitung.
Das ist Luxus in Verbindung mit Sportwagen. Das ist krass, oder? Ja. Das ist echt krass. Jetzt fahren wir ein bisschen Autobahn. Jetzt geht's los. 640 PS V10 Motor, Sauger. Das ist genial, oder? Ich suche ja ein Auto für meinen Kunden, mit dem er ja normal fahren kann und mit dem er aber auch auf dem Track fahren kann. Dann ist das auch so eigentlich genial, oder? Guck dir das mal an. Mein Gott, das ist so geil. Und jetzt die Bremsen, bist du bereit? Zack. Die Keramikbremsen sind auch sofort da. Einzelartige Bremsen. Alter, das ist Wahnsinn. So, jetzt haben wir genug Spaß gehabt. Es funktioniert alles. Der beschleunigt gut. Man hört nichts. Du hast keinerlei Geräusche. Da fahren wir jetzt zurück. Und dann sprechen wir mal über den Preis. Mit 305 sind wir gestartet. Ne? Ich weiß. Die Preisverhandlung wird gar nicht mal so einfach. Wir haben zurzeit eine Autoknappheit ohne Ende. Ich habe ein Budget von 300.000 Euro. Und ich würde alles dafür geben, da reinzukommen. Echt ein schönes Auto. 309 hat sie am Anfang gesagt, mit 305 sind wir in die Probefahrt gestartet. Genau. So 305, ich bin nicht weit weg von dir, aber gib mir jetzt einen Kampfpreis, wo ich sage, komm, Josef, schreib auf, ich nimm's mit. Was schlägst du denn vor? Nee, komm, ich habe ja gesagt, gib du mir einen Kampfpreis. Das ist ja dein Auto, deine Kalkulation. 302 und das Fahrzeug gehört dir. 302. 302. Wie schön das klingt, ne? Weißt du was, wir sind nicht weit weg voneinander und ich sag dir jetzt einfach was und sag ja oder nein. Nein. Hast du Nein gesagt? Ey, das geht nicht. Nein, 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 nein. Wir wollen ja Fairplay. Fairplay. Ja, also 2,95 nehme ich das Ding. Wir sind nicht mal weit weg voneinander. Das stimmt. Überlegst du gut. Machen wir so, dann komme ich dir jetzt noch mal ein bisschen entgegen mit 200. Eine 2 steht davor, das wolltest du ja haben. Mach mal 2,98 und wie kann man den Geld fertig machen? Ich bin der erste Kunde, oder? Ich habe dich direkt angerufen. Genau, mein Vater hat immer gesagt, der erste Kunde ist der beste Kunde. Ganz genau. Okay, also 2,96,5. 2,96,5, komm. Gut, komm. Alles klar, super. Hast wieder ein geiles Geschäft gemacht, ne? Komm, lass uns, komm. Lass einfach jetzt... Lass uns einen Espresso trinken gehen. Ja, aber auf dich. Komm. Alles gut. Hamid! Kevin! So, ich bin jetzt voll Risiko gegangen. Ich bin jetzt einfach voll Risiko gegangen. Ich habe dich nicht angerufen. Ich habe nicht gefragt, ob dir das Auto gefällt oder nicht. Es ist so ein geiles Auto. Ich fass mal zusammen. Ja, klar. Lamborghini, Huracan, Rosso Mars, voll Carbon-Paket, V10, 640 PS und 40 PS da drüber. Guck mal hier. Farbig. Oh, wow. Die Sportschalensitze. Oh, ist das ein geiles Auto. Wahnsinn. Geil, oder? Ja, genau. Genau das ist es. Oh, war ja. Wahnsinn. So. Wahnsinn. So ein tolles Auto, Hamid. Und wir liegen voll im Budget. Ich brauche deine 30 gar nicht mehr. Perfekt. Bist du dabei? Ich bin sowas von dabei. Alter, du weißt nicht, wie erleichtert ich bin, weil ich habe jetzt einfach, ohne dich anzurufen, habe ich einfach die Kiste genommen. Danke dir. So ein geiles Auto. Ich bin super happy damit. Mega. Also ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Auch die Farbe. Ja. Das ist... Wunderschön. Das Auto schlechthin. Italienisch, emotional und wild auf jeden Fall. Ein richtiger Hingucker. Mehr geht einfach nicht. Toll. Vielen Dank. Aber Espresso geht jetzt auf dich. Komm. Ja, das machen wir. Machen wir. Das ist mit drin. Du weißt gar nicht, wie viel Espresso ich bisher getrunken habe, um das Auto zu bekommen. Das glaube ich dir. Ist das ein geiles Auto. Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt uns ein Like, abonniert uns, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Hier kannst du die Folge von letzter Woche anschauen. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann interessiert dich bestimmt auch dieses Thema hier.